Ob das jetzt das Jahr ist, wo dann immer nicht mehr da ist, da haben wir nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, das rauszufinden. Die Rede ist, werte YouTube-Gemeinde, von Ole Werner. Mhm. Denn Werder Bremen spielt natürlich jetzt gerade nicht, aber hat gespielt am Vorabend gegen den VfB Stuttgart in Stuttgart mit 2:0 verloren, hochverdient. Man kann sagen, der VfB ist aktuell nicht das Maß, mit dem sich Werder Bremen messen lassen muss, aber Ole Werner und Werder Bremen, das läuft schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so ordentlich. Ja. Und wir stellen uns die Frage, ist Ole Werner denn überhaupt noch der richtige Trainer für Werder Bremen? Ja, und die Frage muss erlaubt sein, und zwar nicht erst nach dem Spiel gegen Stuttgart. Ich habe mit einem Bekannten geschrieben, der Bremen-Fan ist, der hat gesagt, das war eine der schlimmsten Performances, die ich in den letzten Jahren von Werder gesehen habe. Und ich glaube, diese Meinung hat er nicht exklusiv. Ich glaube, das haben viele Leute so gesehen. Aber selbst wenn wir das komplett ausblenden, ich würde gerne mal darüber reden, was die Situation ist bei Werder Bremen und bei Ole Werner. Weil, wenn ihr euch erinnert, vor der Saison haben die Verantwortlichen immer wieder gesagt, wir spielen mutig und offensiv. Das war immer so das, was sie gesagt haben. Was machen die? Was machen die, was mutig und offensiv ist? Und was ist die Bremer Spielidee? Darüber möchte ich gerne mal, das würde ich gerne mal verstehen, weil inzwischen lange Bälle, hast kein Bandspieler mehr. Ganz einfach, hast du nicht mehr. Pressing-Intensität, sind sie 12. bei Passes per Defensive Action in der Liga. Das heißt, alles schnell überbrücken kannst du eh nicht. Du hast nämlich keine Spieler, die schnell sind, außer Romano Schmid und Jinma. Ja, und der spielt oft nicht. Und der spielt häufig nicht. Und das heißt, wo ist denn das Offensive und Mutige, was besprochen worden ist? Davon ist nichts mehr da, sondern was man sieht, ist eine Mannschaft, die gefühlt von Monat zu Monat schlechter wird. Und das auch schon seit einer ganzen Weile. Also, wenn man sich 2023 von Werder Bremen anschaut, sie sind in der Jahreshälfte 23 der Vorsaison, also dem Teil der Saison 22-23, der dieses Jahr gespielt worden ist, auf Platz 17 gewesen mit 15 Punkten aus 19 Spielen, haben diese Saison 11 Punkte aus 13 Spielen. Wenn man das mal zusammen addiert, Kalenderjahr 2023, Werder Bremen 32 Bundesligaspiele gemacht, 26 Punkte geholt, das ist ein Schnitt von 0,8 pro Spiel. Das ist halt nichts anderes als Absteigerwerte. Das ist wirklich nichts anderes als Absteigerwerte. Das ist ja nicht mal der rettende Einserschnitt, ja, wo du mit 34 eingaloppieren würdest. Das sind Absteigerwerte. Und übrigens könnte ich noch weitermachen. Deine wahrscheinlich besten Spieler sind wahrscheinlich Weiser und Demann vielleicht. Vergesse ich jemanden? Duxch natürlich. Duxch, ja. Aber danach Weiser und Demann. Jens Day wahrscheinlich noch vorne Jens mit dabei. Auch in Ordnung. Sind explizite Spieler, die ihre Stärke darin haben, Flanken zu schlagen. Du hast keinen Abnehmer mehr. Da muss man über Baumann reden. Klar, Füllkrug ist spät in der Saison gegangen, aber man hat trotzdem kein Backup und der Transfer ist auch nicht ganz überraschend gewesen. Ich weiß nicht, was bei Bremen die Idee ist aktuell. Nee, ich auch nicht. Was wir erkennen, ist dieses diese gegenläufigen Bewegungen, das heißt Bälle von hinten raus auf einen entgegenkommenden Marvin Duxch zum Beispiel, der per One-Touch in die Tiefe legt, dann eben die tiefen Läufe der Außenverteidiger, dann eben das Zentrum versuchen zu bedienen. Da aber ist halt ein Boré, der, finde ich, für seine Größe enorm guter Kopfballspieler ist. Für seine Größe brillant sogar. Ja, also aber er ist halt wirklich klein. Rein vom Technischen her sogar ein sehr guter Kopfballspieler. Das ist das eine. Und Werder Bremens Mittelfeldzentrum ist in meinen Augen halt immer noch, also im Aufbau, viel zu spielschwach. Weil das ist auch ein riesen Kritikpunkt von mir an Ole Werner. Er hält an Leuten fest bis zum Verderben. Und aus irgendwelchen Gründen gibt es dann einfach Spieler, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die keine Rolle spielen. Die holen Senne Lühn für Werder Bremen-Verhältnisse für teures Geld, damit er diese 6 bekleiden soll, damit er nicht mehr Christian Groß spielen muss. Senne Lühn hat zum letzten Mal am 7. Spieltag in der Startelf gestanden. Überhaupt nur 4-mal krass, insgesamt. Ja. Und so schlecht ist er jetzt nicht gewesen, dass er jetzt von heute auf morgen gar keine Rolle mehr spielen sollte. Da spielt jetzt Jens Day, der macht das ordentlich, der performt da ganz gut, aber der ist halt eben auch kein klassischer Aufbauspieler aus der Tiefe. Ja. Und das heißt, das Mittelfeldzentrum ist genauso im Aufbau so spielschwach, wie es vorher war. Und die Innenverteidigung kann ja auch nicht wirklich aufbauen. Ne? Klar, wir sehen von Veljkovic, siehst du alle 3 Wochen einen brillanten Langball, aber so das, was du Daily Business im Spielaufbau machen musst, geht nicht gut. Marco Friedl spielt seine schlechteste Saison, seit er bei Werder ist, würde ich behaupten. Trauer. Und das ist einfach so eine Kombination. Das nächste Thema ist ja auch, und da würde ich sagen, da merkst du, dass Ole Werner immer noch nicht der erfahrenste Trainer ist, dass er Pavlenka abgesägt hat. Ist jetzt Backup, ne? Und das wird ihn einholen. Zetterer war gestern an beiden Toren mit beteiligt. Der hat 2 gute Spiele gemacht. Und war auch letzte Woche schon schwach, ja. Oder 2 gute Spiele, da hieß es, okay, das ist unsere Nummer 1. Ich frage mich passiert ja übelst selten, dass ein Torwart geswitcht wird überhaupt, ne? Während der Saison schon eigentlich fast gar nicht. Außer da ist jetzt irgendwas halt passiert. Da muss ja irgendwas passiert sein gefühlt. Warum hat er ihn abgesägt, oder? Also am Ende, man muss doch dieses Sportliche doch da drüber packen. Und Pavlenka war doch gefühlt eine Bank für die letzten Jahre. Auch wenn er auch seine Fehler gemacht hat. Aber jeder Torwart, du weißt ja, gibt halt einfach Spiele, wo
wo die reinscheißen. So. Ja, und wir reden ja auch immer noch von einer Mannschaft, die vor zwei Jahren zweite Bundesliga gespielt hat. Ja. Ne? Also, das ist schon. Wo ja auch ein Pavlenka mit runterging, ja. Was er von der Qualität her nicht hätte machen müssen wahrscheinlich. Genau. Safe. Also, Zetterer, glaube ich, hat erstmal den Vorzug bekommen, weil er, wahrscheinlich stimmt das auch, der am Ball bessere Torhüter ist. Aber Torwartspiel ist halt immer noch in der ersten Instanz die wichtigste Aufgabe ist, Bälle halten, Tore verhindern. Die Linie, genau. Genau, und ich finde einfach nicht, dass Pavlenka leistungstechnisch so abgefallen ist, dass es diesen also riskanten Schritt, weil das kann ihm, wie du sagst, komplett um die Ohren fliegen, in irgendeiner Form gebraucht oder rechtfertigt hätte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man bei Werder, und nochmal, der Füllkrug-Abgang spät tut natürlich weh, ist schwierig zu ersetzen, müssen wir nicht drüber reden. Aber für mich ist eine ganz große Frage, und da hat Ole Werner genauso seinen Aktien drin wie in Frank Baumann ist, was war die Idee bei der Kaderplanung? Und da sind wir wieder bei der Spielphilosophie, wo ich gerade schon mal angefangen habe, drüber zu reden. Ich verstehe nicht, mit welcher Idee dieser Kader zusammengebaut worden ist. Manche Teile ergeben Sinn, wie gerade schon angesprochen, Demann Weiser, Weiser ja schon länger da, das ja. passt mit einem kopfballstarken Stürmer, hast du jetzt in der Form nicht mehr. Du hast gerade den Aufbau aus dem Zentrum ausgesprochen. Insgesamt ist da so ein Kader, der unfertig wirkt und Ole Werner hat man das Gefühl, ist nicht in der Lage, damit irgendwas Funktionierendes zu basteln gerade. Und jetzt viele Werder-Fans, die sich ja pro Ole Werner aussprechen, da muss man einmal sagen, Ole Werner hat Bremen hochgeführt, hat großartige Arbeit gemacht. Das heißt aber nicht, dass er das für immer tun wird. Und viele Werder-Fans sagen jetzt ja, gut, Baumann geht ja jetzt im kommenden Sommer. Warte doch lieber ab mit Ole Werner, wir werden schon nicht absteigen, was schon mal eine Aussage ist, die man niemals tätigen sollte. Vor allem diese Saison nicht. Wie eng ist das da, verdammt nochmal? Also Werder Bremen hat 3 Punkte Vorsprung auf Platz 17. Ne, so. Und sie spielen wie ein Absteiger. Und das, aber viele Werder-Fans sagen jetzt eben, naja gut, der geht, der neue Sportdirektor muss ja den Trainer holen, wäre ja bescheuert, jetzt jemanden zu holen. Tut doch bitte nicht so, als wäre Clemens Fritzig der neue Sportdirektor. Es wird er 100% werden. Und dann muss er eben jetzt da reingehen, muss vielleicht jetzt schon ein bisschen die Kompetenzen von Baumann beschneiden, tut mir dann leid, ist aber so, wenn du einen fließenden Übergang machst. Und da kommt, glaube ich, jetzt mein Punkt schon sehr deutlich raus. Ich glaube, dass Werder Bremen mit Ole Werner absteigen wird. Also, es ist zumindest möglich. Also es ist absolut vorstellbar, wenn man einfach nur rein mathematisch an die Sache rangeht und hochrechnet, wie Werder Bremen seit einem Jahr Fußball spielt und wie sie in diesem Jahr punkten, dann liegt der Schluss sehr, sehr nahe, dass am Ende die Punktzahl zumindest dafür reichen könnte, abzusteigen. Also das Problem ist einfach, ich glaube, wenn Vereine mal so einen sehr, sehr prägenden Trainer hatten, dass die fast nicht verhindern können, dass die dem immer so ein bisschen nachjagen wie so ein Schatten. Wir kennen das von Dortmund und dass da immer so ein bisschen die Suche ist nach dem neuen Jürgen Klopp. Das ist ja auch das, wofür Edin Terzic so ein bisschen steht. Und mein Gefühl ist so, durch diese ultra prägende, ultra lange Thomas-Schaaf-Zeit hat Werder Bremen so einen Wunsch entwickelt mit Trainern, was ja auch irgendwo nachvollziehbar und irgendwo auch cool ist, durch schlechte Zeiten gehen zu wollen. Aber sie haben schon ein paar Mal Trainer, wie ich finde, zu lang gehalten, bis es wirklich zu schlecht wurde. Ja. Und mit Florian Kohfeldt sind sie dann auch am Ende auf die Nase gefallen und wirklich abgestiegen. Und weil man Kohfeldt zu lange gehalten hat. Das Schlimmste, ich schwör's dir, als Kohfeldt gekündigt wurde, ich habe so gebetet, dass Hertha ihn nicht nimmt, weil er stand auch bei uns im Gespräch. Junge, ich war. Und man ist abgestiegen, nur weil man zu lange an ihm festgehalten hat. Man hätte in dieser Saison nicht absteigen müssen als Werder. Das war auch der Davy Selke-Effekt ein bisschen. Kann schon sein. Ja. Ja. Der, egal wo der hingeht, wird es gefährlich im Alter. Das ist schon richtig, aber also es ist halt nicht einfach und das verstehe ich. Und die Kontinuität, die Werder versucht, ist auch richtig. Ja. Ist wirklich richtig. Und vielleicht kriegt man mit Ole Werner jetzt noch die Kurve, vielleicht hält man ihn fest, vielleicht kriegt man die Kurve, vielleicht muss ich dann mir das Maul stopfen lassen, das ist auch in Ordnung. Aber ich will nur, mein Bauchgefühl ist, die Alarmglocken schrillen nicht laut genug in Bremen aktuell. Das und es gibt halt auch keinen, also es gibt auch wie in der Anlage keinen Plan B. Fair enough, der Kader ist nicht ideal zusammengestellt. Safe. Aber du musst ja aus Trainer trotzdem was da rausholen können. Ich sehe gefühlt jede Woche einfach nur 3-5-2 und dieselben Ideen. Du kannst ja auch mal, auch wenn der Kader es nicht ideal hergibt, also noch nie gesehen, dass die mit einer Viererkette spielen, vielleicht mal versuchen. Könnte mal versuchen, vielleicht mit einem auf der einen Seite einen Innenverteidiger, der außen verteidigt und dann im Aufbau wird es halt trotzdem eine Dreierkette, da kann der andere hochschieben. Du kannst ein 3-4-3 spielen, wo du vielleicht mal Ginmar häufiger reinbringen kannst, ein bisschen mehr Tempo in die Mannschaft reinholst. Also ich finde einfach auch, dass in dem, was Ole Werner probiert, dass es zumindest auf dem, was man auf den ersten Blick sieht, relativ wenig ist, dass es eigentlich immer derselbe Weg ist, den Werder versucht zu gehen. Und was dann ja so ein bisschen in der Folge dann hinterherkommt, ist ja auch, wir wissen alle, dass Werder Bremen finanziell jetzt nicht auf Rosen gebettet ist, auch wenn natürlich, ich glaube, Fibri heißt da, wie heißt der? Ja, Klaus Fibri, ja. Glaube ich, die haben gerade, glaube ich, Rekordumsatz gemacht, also der scheint eine sehr, sehr gute Arbeit da zu machen. Krass. Da muss ich sagen, ich hoffe, das ist richtig so weit stecke ich dann auch nicht drin. Aber
Werder Bremen muss ja auch irgendwie, du musst natürlich weiter, du kannst dich nicht nur auf Sponsorendeals verlassen, du musst natürlich Spieler weiterentwickeln, um mit Gewinn verkaufen. Dass mit Füllkrug einen 31-Jährigen für 20 Millionen verkauft, gute Sache, weil er die Saison seines Lebens gespielt hat. Aber das ist nichts, woran man, glaube ich, sich verlassen, worauf man sich verlassen kann, dass sowas regelmäßig passiert. Dux kann schon auch nochmal Geld bringen, auf jeden Fall. Und weißt du was, vielleicht gibt es die Wunderheilung Naby Keita. Dann kann der auch Geld bringen. Ey, das ist so traurig, aber ne, man will den doch einfach nur spielen sehen. Man will ihn einfach nur spielen sehen und jedes Mal. Aber stattdessen, ne, ich sehe jetzt auch nicht, Woltemade wird ein bisschen rangeführt hin und wieder, aber ich sehe einfach bei Bremen gerade nicht, ich sehe das Konzept nicht. Ich frage mich, wie will Werder in die Zukunft gehen? Ich habe große Fragezeichen beim Sportdirektor, ich habe große Fragezeichen beim kommenden Sportdirektor und ich will da nicht unfair werden, aber Clemens Fritz wirkt auf mich immer so ein leichtes bisschen unambitioniert in der öffentlichen, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und ich frage mich einfach, was ist der Plan bei Werder Bremen? Was ist Vision Werder? Also wenn du den Kader auch durchgehst, und das dann natürlich explizit dann nicht zwingend Werner Schuld, das machen andere, aber du schaust da drauf, Amos Pieper ist 25, Niklas Stark 28, Friedel 25. Veljkovic 28 Jahre alt. Jung spielt auch nicht mehr so viel, 32. Weiser ist 29. Du hast einen Cater, der ja auch 28 Jahre alt ist. Älter, Jens Day ist 27. Deman ist noch jung, auf einigermaßen mit 23 in dem Fall. Romano Schmid 23, Bittencourt 29, Bori 28, Dux 29. Kovnatski 26, einfach viele, viele mittelalte bis ältere Spieler. Also die Liste an Leuten, wo ich mir vorstellen kann, dass die bei Werder Bremen zu Geld gemacht werden können, die ist sehr, sehr kurz. Ich glaube, wenn man Werder-Foren glauben darf, ich habe mich heute viel in Werder-Foren rumgetrieben, gibt es eine Werder-Vision, die Clemens Fritz vorantreiben wird. Und die hört auf den Namen Investor. Wirklich, ja? Also das gibt schon länger die Gerüchte in Bremen, dass man nach dem Investor sich umschaut. Macht's nicht, kann ich euch nur als Herthaner sagen. Macht's nicht, Geist, Alter. Bitte, Alter, es funktioniert einfach wirklich nicht. Ja. Also das ist jetzt vor allem, also wenn so einer ist wie Windhorst, Digga, der kommt und so kurzfristige Pläne umsetzen will, wo dann das klappt Klinsmann da ist auf einmal, Digga. Und so die... Ja. Du merkst ja auch bei denen dann, dass extrem viel Kohle für übelst unnötige Sachen ausgegeben werden. Weil du ja dann schnell was bewegen willst. Also, ob das passiert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Ich glaube aber, dass es ein Thema ist, was bei Werder Bremen intern schon länger diskutiert wird. Aber jetzt müssen wir ja zu der Frage kommen. Ole Werner, Zukunft bei Werder Bremen, ja oder nein? Darüber müssen wir uns jetzt unterhalten. Meine Antwort ist, ich sage lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und aber wer ist der Ersatz dafür? Das ist immer meine Frage. Ja, okay. Das ist immer das Ding. Ich finde immer, man muss sich auch dann den Markt anschauen, was gibt es da. Ja, natürlich. Aber wir schauen davon weg. Es geht nur darum, ist Ole Werner jetzt langfristig der Richtige oder nicht? Ey, war Ole Werner das mit dem Corona-Ding? Nein, das war Markus Anfang. Markus Anfang. Der war noch dazwischen, ne? Ja, okay, das war auch so krass. Ja. Also ich sage Folgendes, was ich ihm noch geben würde, ist bis zur Winterpause, weil es echt nicht mehr weit zu gehen. Und ich glaube, jetzt so zwischen Tür und Angel kurz vor Weihnachten noch was zu machen, ich weiß nicht, wie viel das hilft. Von daher, ich würde ihm noch geben bis zu Weihnachten und dann kann man Bilanz ziehen. Aber wenn die nächsten Spiele so weitergehen sollten, wie jetzt die Saison bisher gelaufen ist, wie das ganze Jahr gelaufen ist, dann finde ich, wäre Werder Bremen gut beraten daran, im Winter einen clean Cut zu machen, jemand Neues zu holen, der dann auch die zweite Saisonhälfte mit ein bisschen Vorlauf betreuen kann. Weil sonst, gebe ich dir vollkommen recht, muss Werder sich der Realität stellen, dass sie ganz akut abstiegsgefährdet sein werden. Das ist auch so krass, finde ich, in der Bundesliga, ne? Wie nah man am Abstieg ist, jede Saison. Ja. Also wie leicht es ist, in diesen Abstiegskampf reinzurutschen. Und du fühlst dich als Fan, wenn du eine Saison in dieser Top 8 drin bist, immer safe. Dann denkst du so, ja, mit Abstieg haben wir eigentlich nichts zu tun. Und Werder Bremen kam noch, ich kann mich noch genau daran erinnern, als die Aufstiegssaison jetzt, ne? Also nach der Saison, das war ja letzte Saison, Das 23 war ja Katastrophe, aber 22. Die Hinrunde. Was haben Hinrunde die gemacht? Richtig gut. Mit Dortmund-Sieg da 3-2 und keine Ahnung, was da alles noch dabei war. Da hatte man das Gefühl, okay, da ist eine Vision, da geht es in eine richtige Richtung. Aber es geht so. Es geht so schnell, dass es genau andersrum ist. Und dann fangen die an, ne? Also Augsburg, Bochum, Bremen, Heidenheim, Köln, Darmstadt, Mainz, Union. Die sind alle so nah beieinander, auch bei dem, was die qualitativ können oder nicht können. Safe. Dass ich jedem von denen zutrauen würde, drin zu bleiben oder abzusteigen. Und es ist ja, die Tabellensituation ist ja einfach die, dass Werder Bremen innerhalb von 2 Spieltagen auf dem Abstiegsplatz stehen kann. Safe. Ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt noch, oh, wir können es uns erlauben, sondern du kannst da ratzfatz unten drunter stehen. Also Ole Werner, ja oder nein? Ich sage nein. Ich sage aber noch bis Winter wenigstens. Ich sage auch, ich glaube, dass... Bist du schnelles Nein oder langes Nein? Schnelles Nein.
Schnelles okay. Nein. Bei mir langes Nein. Bei ja. mir ist auch langes Nein. Gib ihm bis zu Weihnachten und dann liegt unterm Baum eben entsprechend die Mitteilung. Die Kündigung. Die sogenannte Kündigung. Das sagen wir, aber die Fantasie fehlt mir auch komplett, dass ohne Werner nochmal einen nachhaltigen Turnaround bei Werder Bremen schafft. Ob Bayer Leverkusen einen Turnaround in Halbzeit 2 schafft, das schauen wir uns jetzt an. Hier geht's weiter. Kanal abonnieren, liken nicht vergessen. Macht's gut.